So, und damit wieder ein herzliches Willkommen. Vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach scheißegal oder ihr wünscht mir einfach nur den Tod. Aber ich bin ein bisschen leicht verkehrt und habe mir die Waffe genommen. 5-7. Markierung 4 Stück. 20. Perfekt. Ich würde sagen, auf geht's. Schauen wir mal, ob wir da den... Ja, gehen mal in Deckung. Naja, wir... Ja. Mobiler EMP. Habe ich mir eh schon gedacht, dass wir das recht machen müssen. Die Frage ist nur, ob wir den Meier machen können. Das ist ja wasch. Komm raus! Wir haben Whitebox abgeriegelt! Du hast keine Chance! Gib auf! Wenn ich ihn jetzt so erschießen würde, ist die Frage, ob mich dann irgendwie entdecken würde, aber es schaut eigentlich so aus, wie würde es keine so interessieren, wenn er stirbt. Na, wie er gleich stirbt! Fuck! Das ist richtig schnell mal gegangen. Perfekt. Tolle Musik. Aber na gut. Und Vic, wie komme ich in den Kasten rein? Such nach einem Lufttauscher auf der Seite des Gebäudes. Brich ihn auf, geh die Treppe runter und such die Überwachungssysteme. Sobald du Zugriff auf die Kamerabilder hast, dürfte sich dein nächstes Ziel von selbst ergeben. Berühmte letzte Worte. Aha. Tja, und ich würde sagen, wir gehen einfach trotzdem mal in der Hocke noch weiter, weil, naja, es... So, wenn wir da schon einen Gegner gefunden haben, dann wird der nächste Gegner nicht allzu weit sein, oder? Es kann ja nicht möglich sein, dass da einfach nur der Typ da beim Eingang und das war's dann schon wieder. Aber ich würde sagen, wir klettern einfach da mal rauf. Also, falls wir irgendwie ein Zeichen sehen, dann wissen wir, in der Gegner ist mal in der Nähe. Und würde ich sagen, ich glaube, wenn wir raufklettern, das... Ich glaube, da können wir nichts falsch machen. Dann gehen wir rauf. Wieso will er nicht drauf? Oh, okay. Extra die Leertaste drücken und so. Sonst schafft das nicht drauf oder wie? Wenn ich nach oben drück, dann tut er nach links klettern. Okay. Also beginnt es jetzt schon langsam die Steuerung so behindert zu sein wie, wie beim Controller. Also das. Okay, na gut, na gut. Links oder rechts? Gehen wir mal einfach mal rechts. Aha, okay, wir könnten eigentlich das sogar runterrutschen. Oder vielleicht hätten wir sogar eigentlich den Weg nehmen können. Also. Oh, da haben wir was. Oh, same so. Ich weiß nicht, aber ich würde raten, mal nicht runterzuschauen. Und nicht irgendwie rechten Ausblick zu machen, für fallen lassen. Also, ich gebe lieber dem. Also, ich gebe das lieber mal weg. Den Finger und gehen wir mal rein. In der Hoffnung. Okay. Aufmachen können wir mal sowieso nichts. Perfekt. Dann mach jetzt rauf. Ja, müssen wir halt wieder so zack, 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 zack. Aber so vom Design und so, ja, schön und gut, aber wo sind die Feinde? Oder? Ich glaube, ich sollte. Oh. Okay, da sieht man wenigstens schon mal eine schöne Aussicht und so, alles drum und dann ein bisschen leichter schon und so. Was will man mehr? Aber ich darf nie sagen, wo sind die Gegner, Leute. Man darf das nie sagen, weil wir haben erst die Mission begonnen. Und man hört schon irgendwas. Flüstern oder sonst irgendwas. Aber na gut, ich würde sagen, gehen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, was denn da uns das auf uns lauert hier. Wo wir keine Chance haben. Ja, das passiert ein bisschen öfters leider, sorry, aber habt auch Spaß! Und mal hier gehen. So, ja. Oh. Ui. Also. Was ist die da bitte für Experimente hier durchziehen? Warte mal da, zack. Ist egal. Nehme ich mal an. Ja, ist sicher egal. Nur hoffentlich sieht uns der Abschieder nicht. oder der zufälligerweise. Also, nee, die haben alle keinen Bock. So, warte. Tun wir da so. Ja, genau, ich will da nicht runterfallen. Wieder nicht mehr gehen. Aber ich habe mir schon so manchmal so Gedanken gemacht, sollten wir nicht doch lieber die Lampen ausmachen, aber
Anscheinend ist das allen scheißegal. Also, ja, mir auch. Also, ui, Sicherheitszentrale. Warte, gehen wir mal da, schauen wir mal kurz. Schauen wir hier, was wir da Schönes haben. Da haben wir mal den ersten. Zwei. Drei. Nämlich von oben könnten wir alle drei mehr machen. Das wäre jetzt mal leider mal so schlecht. Und das hat jeder eigentlich, glaube ich, sogar schon vor mir gecheckt. Aber na gut. Na gut. Okay, ich kann die doch nicht mehr machen. Oder? Wenn ich jetzt F drücken würde. Wenn ich wirklich jetzt F drücken würde, dann wüsste die sofort, dass ich da bin. Und das wäre wasch. Aber eine andere Möglichkeit will ich jetzt da nicht sagen. Ach, so, und. So, perfekt. Also, ich würde sagen, zum Glück haben wir 20 Schuss. Und besser mal in die Hocke. Auf alle Fälle und vielleicht auch noch nachladen oder sonst irgendwas. Oder müssen nicht vielleicht irgendwie noch ein paar Daten stehen oder so? Also, das wäre wenigstens mal nicht schlecht. Ui. Okay, wir sollten wirklich mal da so untersuchen, Daten und so löschen oder Kameras ausschalten oder sonst irgendwas. Gehen. Ah. Oh! Okay, ja, dann du mal heranzoomen. Was machst du denn da schönes? Ui, ein paar Waffen. Okay, okay. Gut zu wissen, Ma'am. Dann lasse ich sie mal beide mal alleine. Weiter zur nächsten Kamera. Aha. Seit sie hier sind, ist der Kaffee besser. Mal sehen. Oder einfach nur der Typ. Im Gebäude oder Kaffee. Was ist wichtig? Ach, wird erwachsen. Unser neuer Eigentümer. Was haben wir denn hier? Ui, da haben wir schon einmal ein paar Blutflecken und die sind nicht von mir. Also, ich glaube, da geht was Ärgeres. Ich sag's dir, so bekommen wir nie den Verstärkungseffekt, den wir erhofft hatten. Was ist mit Testlauf 1994? Robertson war ganz wild drauf. Robertson ist gar nicht qualifiziert genug, um die Daten auszuwerten, die er sammelt. Ich halte das für ganz normale Abweichung. Ich glaube, du hakst das viel zu voreilig ab. Ich glaube, ich habe letzten Monat im Schnitt 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich werde mir jetzt gewiss keine neuen Resultate herbeifantasieren. Ja, ja. Du ignorierst einfach die Hälfte der Ergebnisse. Wir haben eine Deadline. Hände dich damit ab. Eine Deadline? Okay, na was haben wir denn hier? Wow. Erst schaut sich Kabel an. Toller Typ. Wirklich ganz toller Typ. Oh, ich würde sagen, ich glaube, wir sind schon mal bei der richtigen Stelle. Kann ich markieren? Nein. Shuttle? Nee. Oh. Ich glaube, ich werde es jetzt üben müssen. Was? Sagen Sie bloß, wir arbeiten Ihnen nicht schnell genug. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meinen Job zu machen habe? Oh. Wissen Sie was? Ich werde Mr. Gell jetzt sagen, dass Sie unsere Arbeit stören. Das schaut aus, wie wäre das der Boss oder sonst irgendwas. Haben Sie gehört? Hab ich. Dem Herrn ist wohl nicht klar. Dass wir auch für Galliard arbeiten. Okay, also ist von der Gruppe Sie haben gerade... Oh doch, ich kann. An die Arbeit. Sonst bist du dran. Nein, die nicht. Die brauche ich am Standort Bravo. Behalten Sie die anderen so lange wie nötig. Danach finale Phase einleiten. Und der Rest des Gebäudes? Alle Spuren vernichten. Was? Ja, aber das ist inakzeptabel. Wahrscheinlich über seine Schnacksel. Seht zu, dass die Streberin weiterarbeitet. Ich muss eine Reinigungsaktion überwachen. Nicht schlecht, dass die Streber weiterhaken. Wissenschaftler retten. Ja, das probieren wir mal halt so gut wie es geht. Aber natürlich mit einer schönen Deckung. So, und raus mit uns. Leider konnten wir einfach niemanden markieren. Das ist ja auch wieder das Blöde. Wenn wir wenigstens wen markieren könnten, dann würden wir uns auch ein bisschen leichter tun. Aber was wäre, wenn wir da jetzt da rausgehen? Also, das ist ja auch wieder Arsch. Ach so, wir sind schon direkt in dem Raum drinnen, wo
die gefangen sind. So ist das. Warte, du da nochmal klettern. Ja, genau. So, jetzt sind wir mal wenigstens im Dunkeln. Jetzt sind wir wieder weiter hin. Oh, oh. Warte mal rauf, klettern. Oh, geh mal kurz. Ja. Okay, passt. Nice. Ja, genau so, genau so. Tod von oben? Ich weiß nicht, das Licht. Das ist blöd, wenn die. Wenn die das sehen. Oh, okay, okay. Okay, dann halt bis zum nächsten Mal. Ciao. Nee, der wird sicher wieder seine nächste Runde eh gleich wieder durchführen. Hoffentlich. Oh, oh, da wir. Oh. Ja, also da könnten wir auch. Also da würden wir uns eher einfacher tun, aber das wird zu viel Zeit auf wenig sein. Weil da könnte ja doch wieder gleich gehen und eine tolle Schrot in der Hand. Also. So. Aufpassen, wenn er um die Ecke geht. Also jetzt müssen wir wirklich gut aufpassen, auch auf den anderen. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, scheiß auf den anderen. Scheiß drauf! Können wir wenigstens auch den anderen vielleicht mehr machen? Ja, ich will, dass es genau im Schatten ist, das ist ja das. Ja, genau das habe ich gemeint. So. Perfekt. Dann müssen wir eigentlich theoretisch gesehen nur noch auf den anderen warten. Also, ja, der kommt. Perfekt. Ich hoffe, das Mikrofon ist nicht zu nah. Also, das macht mir selber schon ein bisschen Angst, weil es ein bisschen sehr nah ist. Mit E machen wir nochmal einen Nahangriff. Mit C, genau. Mit C. Zack, Bitch. Also, immerhin hat hier jemand hier mittlerweile mal einen aufs Maul gekriegt. Und diesmal war es nicht ich. Diesmal einmal. Also, wer weiß, wie sich das dann noch später ändert. Aber klettern wir mal rauf. So, jetzt würde ich gerne wissen, wie viele gibt's denn da noch? Wie viele Arschlöcher hier? Ich würde mal sagen, wir tun hier mal zack, zack, zack. Zeig mir jetzt nicht, ich hätte alle auf einmal ausschalten können. Nee, danke schön. Perfekt. So, drei. Ja, drei würde ich jetzt behaupten. Der Führte würde mich vielleicht eh nicht gut sehen, weil ich sowieso oben bin. Na dann. Scheiße! Nice! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück habe ich sie gerettet, Sir. Ja, doch, nein. Bitte töten Sie mich nicht. Bitte töten Sie mich nicht. So, ja, ich würde definitiv sagen, wir sind jetzt mal alleine. Vorerst, also, wir kennen das ja. Wenn wir mal alleine sind, kommen dann schon wieder die Nächsten. So, befragen ihn mal. Tun Sie es nicht! Beantworte meine Frage, dann sehen wir weiter. Woran arbeitest du? Wieso die ganzen Sicherheitsvorkehrungen? Wir erforschen Abwehrmaßnahmen gegen EMP-Angriffe. Hauptsächlich fürs Militär. Seit Robertson hier ist, geht's nur um ein Projekt. Robertson, was treibt er so? Sie meinen, abgesehen davon, dass er Black Arrow das Labor überlässt... Er sammelt die Daten aller Experimente und löscht sie danach aus dem System. So kann nur er überblicken, an was wir arbeiten. Und Lucius Garriott? Was hat er mit der Sache zu tun? Der Besitzer der Firma. Derjenige, der Black Arrow und Robertson damit beauftragt hat, für die Sicherheit zu sorgen. Ich glaube, es ist an der Zeit, Robertson das mit der Datensicherung abzunehmen. Wie komme ich rein? Könnte sie in den Aufzug bringen. Gut. Oh. Mach das und verschwinde danach. Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Ein paar meiner Freunde, sie brauchen vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich... Viel Glück. Na dann, also, wenn's meinst, also ich würde abhauen. Also, nee, wir haben eh schon die meisten... Ist da hinten, oder? Nee. Ist einfach nur eine Schubwache oder was? Irgendwas war das. Da hinten aber zum Glück kein Mensch. Und dann hätte, glaube ich, wirklich Probleme gehabt. Und... Sollten wir nicht irgendwie schauen, dass wir vielleicht irgendwie in Deckung gehen können? Also, wenn die Tür aufgeht, wenn die doch, glaube ich, vielleicht... Bitte.
bitte? Oh. Hilfe! Hi, Sir. Wie geht's denn so? Sind Sie halt ein bisschen müde, ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Ich würde mal sagen, schauen wir mal kurz da rein. Soll ich in Deckung gehen? Naja. Also, ich würde sagen, kann man kurz nachladen? Yes. Okay, also, das ist jetzt ja alles geändert. Also, Wahnsinn. Oh, wie süß ist das jetzt anders laufen. Okay. Bitte? Hilfe! Aha. Hi. Ich bin nicht fertig gewesen. Jeden Tag der gleiche Scheiß. Das war geil. Das war so geil. Mal kurz nachladen für die Geschichte. Hä? Hallöchen? Ich würde sagen, wir gehen einmal ganz kurz. Ja. Gehen einmal. Was ist jetzt daran der Unterschied, wenn das jetzt ausgeschaltet ist? Und aha. Fällt aber auch keine Sau auf. Fällt wirklich keine Sau auf. Ich gehe jetzt ganz vorsichtig, behutsam da hin. In der Hoffnung, dass ich dabei nicht krepiere. Also, in der großen Hoffnung, ich krepiere dabei nicht. Haftkamera, ja, okay, aber die Pistole kann ich da so quasi ausrüsten. Ich schau mal einfach, für sicherheitshalber, schau mal einfach. Passt, öffnen. Und ich würde sagen, wir könnten dann den einen der Meier machen, der weiß genau direkt beim Fenster steht. So, da haben wir wenigstens ja noch unser Glück gehabt. Oh, Glück. Ich hätte einfach jetzt mal gesagt, da. Gehen wir mal ganz kurz rüber, damit wir ein besseres Sichtfeld haben. Zack, zack. Und da sollte dann... Sollte da nicht dann noch da irgendwo einer sein? Nicht, dann tun wir halt auf R. Und das sehen wir halt dann später. Mann. Reden wir mal kurz. Aha. Okay. Nice, gut zu wissen. Also, immerhin haben wir den nochmal. Oh, shit! Wie ist denn das bloß nur passiert? Oh, wie süß. Könnte ich die nicht eigentlich alle ausschalten, wenn ich da jetzt die Tür öffne? Oh, wo ist er? Bist du behindert, Alter? Das läuft ja jetzt schon gut, Alter, wenn sie jetzt schon immer wissen, wo ich bin. Und zack, 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 Bitches! Und rein mit uns. Das probiere ich lieber nicht nochmal. Naja, aber es war schon cool, oder? So, für mich jedenfalls. Also, nächstes Mal doch lieber nicht den Deckel lassen. Gut zu wissen. Und ich würde sagen, nee, wir machen die altmodische Variante. In der Hoffnung, dass wir nicht entdeckt werden. Oh, shit. Ich habe nicht geschossen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber da ist einer, den will ich gerne mal machen. Alter, das ist ein fetter Tank.
Das ist so ein super fetter Tank. Gute Frage, ob der da jetzt... Ich könnte wirklich... Meier? Auf ihn drauf und... Zack. Nun müsste ich dieses Arschloch als erstes kriegen, aber... Ich weiß sowieso, bei einem Schuss, das wird nichts. Also, der braucht mehr Schuss. Macht sicher mehr Schuss. Dann wird der das sicher hören. Oh, der wird das sicher hören. Irgendwie will ich es riskieren. Irgendwie will ich es wirklich riskieren. Ah! So, gehen wir mal kurz. Oh Mann, ich glaub das einfach nicht. Puh. Ich hab keine Zeit für Spielchen! Komm raus! Fuck. Fuck. Fußschließen. Komm raus, Männer! Du machst es nur noch schlimmer! Super tolle Nüsschen, yeah! So, ja, also mit der MG5 wird das ein bisschen schwerer. Dankeschön, Sir, dass Sie gestorben sind. Also, ihr Land ist stolz auf Sie, dass Sie zum Glück schneller gestorben sind als wir alle anderen. Und ich würde sagen, wir gehen einmal rauf. Sind das jetzt nur noch die einzigen Spastis hier oder wollen die einfach alle nicht mehr? Nee, sag mir nicht genau den Einkrieg. Ja, warte. Boah. Das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Fern. Yes. Zack. Extrem gut. Oh, also genau auf dem Hals. Digga. Geil. Richtig geil. Also von den Schüssen her sind manchmal richtig geile dabei, also muss man auch wieder dazu sagen. Ich würde gerne wissen, wo wir genau jetzt hin müssen. Ich gehe jetzt einfach mal da durch. Wir meistens sowieso schon abgemurkst worden sind und weil da halt ein Waffenversteck war. Nee. Oh. Ui, die hätte ich gern. Gib her. Gönn dir. Feuerkraft. Dankeschön. Zack. Also, ich wollte schon bei 1. Okay, passt. Nur gut zu wissen, dass wir dann doch wieder ein hitziges Gefecht haben. Sam, ich weiß, dass du in Whitebox bist. Ich kann dir helfen. Okay. Melde dich, wenn du Robertsons System erreichst. Du hast also mitgehört. Welche Überraschung. Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife. Deshalb rufe ich an. Mach's kurz. Dad? Sarah, bist du das? Geht's dir gut? Sie hatten mir gesagt, du seist tot. Sie sagten mir, man hätte dich getötet. Das Gleiche haben sie von dir behauptet. Ich... Sorry, mehr ist nicht drin, Sam. Grimm. Später. Du hast jetzt zu tun. Okay, danke schön, ich hab zu tun. Ich würde sagen, jetzt sind wir, glaube ich, eher top motiviert, ja? Bitches. Ich habe deine Hand gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe deine Hand gesehen. Ach. Machen wir es sich ein bisschen einfacher. Ist ja doch easy, wenn das in so einem extrem Bunker dann noch einfach so ein Backsteinhaus drin ist. Ist doch ganz normal. Ja. Wollen wir ihnen Angst machen das nächste Mal? Also. Zack. Also ich hoffe, es kommt dann noch vielleicht ein Vierter, dann habe ich wenigstens die. Also wäre ich mir wenigstens sicher. Also ich hoffe, dass genau bei dem Bereich, wo ich ihn dann schnappen kann, es dunkel ist, dann habe ich noch eine bessere Chance. Nicht, dass dann alle wie kleine Mädchen herumschießen und kreischen. Ah!
ist da. Zack. Und E. Zack, zack, zack. Und das noch mit Maus und Tastatur, das hätte jeder geschafft. Also das ist jetzt nicht wirklich, glaube ich, ein Kunstwerk. Aber trotzdem, gut durchdacht. Wenn man das überhaupt als Denken sehen kann, was ich da tue, aber... Ich glaube, da lässt sich's drüber streiten. Sag mal so. Ja, nehmen wir mal so. Schauen wir mal kurz, was uns dann da schon wieder hiniger. Der hiniger Fetzenschädel. Ah, ich will da rauf. Lass mich da rauf gehen. Yes. Super Steuerung, super Steuerung.